So, ihr Lieben, jetzt geht's los und ich bin so begeistert von dieser Immobilie. Ich freue mich sehr, euch dieses Haus zu zeigen. So, rein geht's. Von außen sieht man gar nichts. Das heißt, es ist komplett privat und das ist sensationell. Das ist richtig geil. Wir starten jetzt mal mit der Garage. Normalerweise zeigt ja der Makler immer den Eingangsbereich zuerst. Heute starten wir mal gerade auch in dem Video mit der Garage, weil ein Tunnel führt sozusagen in die Garage, wo man Platz hat für 5-6 Autos. Guckt euch das an. Richtig cool gemacht am Abend mit, das ist halt richtig hier, links und rechts wie eigentlich im Flughafen sozusagen LED-Beleuchtung. Man sieht das jetzt schon, leicht geht's an. Das ist auch was Cooles, und zwar dieses Oberlicht, was du eigentlich oben von der Terrasse des Pools hast. Somit hast du Licht in der Garage. Riesengroße Fläche, sehr, sehr geil, stylisch gemacht, auch vom Boden, vom Belag her, vom Design, von den Farben. Das ist auch geil mit der Tür, Glastür, die sich öffnet automatisch. Eine Hammer-Bodega, also wenn man von einem Weinkeller spricht, dann erwartet man eigentlich für 8,8 auch wirklich sowas. So, die Gäste kommen normalerweise hier über den Haupteingang rein. Der Eigentümer fährt mit seinem Auto in die Garage, kommt im Fahrstuhl oder über die Treppe hier in den Wohnbereich. Richtig schöner, offener, heller Wohnraum, große Material, also große Fliesen, großer Bodenbelag, toller Meerblick. Bruchstein, das finde ich auch das Geile, das ist nämlich diese Kombination, die bei den Kunden aktuell, bei den Käufern echt gut ankommt. Das heißt, Bruchstein kombiniert mit modernen Elementen, sehr, sehr schöne moderne Küche, zeige ich euch auch. Geiler Wohnbereich, ich finde es richtig gut. So, moderne Küche mit Gaggenau-Geräten, also wirklich alles vom Feinsten. Sehr, sehr schöner Farbton, auch mal was anderes, weil natürlich viele Häuser eine weiße Küche haben, das typisch clean. Das finde ich ganz schön, weil es mediterranes Feeling hat, trotzdem modern. Drüben ist nochmal so eine Vorratsküche, so eine Arbeitsküche. So, dann gibt es hier unten auf der Ebene gibt es 2 Schlafzimmer plus Gäste-WC. Wir haben insgesamt 6 Schlafzimmer in dem Haus. Das Ganze, habe ich ja vorhin schon gesagt, knapp 800 Quadratmeter Wohnfläche, das geht nach oben. So, dann zeige ich euch jetzt das Hauptschlafzimmer, Master Bedroom mit dem begehbaren Kleiderschrank hier drüben. Dann gegenüberliegend das Badezimmer mit einer großen Dusche, Badewanne und Blick auf Palma, also auch richtig toll hier rüber. Blick auf die Kreuzfahrtschiffe. Sehr, sehr schöne Materialien. Dann Schlafbereich hier drüben, sensationeller Ausblick. Also das ist natürlich richtig geil, wenn du morgens so wach wirst. Hast eigentlich ja, 180 Grad, mehr als 180 Grad Meerblick. Angrenzend hier nochmal die Terrasse, auch wieder mit Blick auf Palma und auf den Hafen. Auf die Kreuzfahrtschiffe und auf den Königspalast, also besser kann es eigentlich nicht sein. So, und das ist eigentlich für mich einer der schönsten Außenbereiche, die ich je gesehen habe bei einer Immobilie. Warum? Weil wir eine große Terrassenfläche haben. Wir haben einen riesengroßen Pool, fast größer als so mancher Hotelpool. Absolute Privatsphäre, was ich auch gut finde, weil wir haben ja, was ich vorhin schon gesagt habe, eigentlich ein relativ kleines Grundstück mit 1050 Quadratmetern, aber super ausgenutzt. Es ist pflegeleicht, das heißt für die Kunden oder der Käufer am Ende des Tages, der sich ein Ferienhaus kauft, was ja in der Regel der Fall ist, hat es super easy, super pflegeleicht. Du schließt es ab und fertig ist die Sache. Keine großen Gärten, die bewirtschaftet werden müssen. Ein Hammerausblick, auch hier wieder 230 Grad wahrscheinlich mehr Blick. Ein Riesenpool, das finde ich halt auch super. Das Geile ist, dass der Naturstein von außen, von der Terrassenfläche, übergeht in den Pool. Dementsprechend hast du immer so ein türkisfarbenes Wasser. Hier nochmal eine Stufe zum Hinsetzen. Den ganzen Tag Sonne, auch ein ganz wichtiges Thema. Den ganzen Tag Sonne, weil die Sonne geht links hier drüben über Palma auf, wandert jetzt komplett hier rum. Du hast je nach Jahreszeit den Sonnenuntergang auf der rechten Seite, hier drüben teilweise sogar im Meer. Ja, also ich finde es geil. 1000 Quadratmeter, 750 Wohnfläche, das ganze Kaufpreis 8,8 Millionen Euro. Und wer sich jetzt so eine Immobilie auf Mallorca kaufen möchte und sich denkt, Mensch, den Sommer will ich hier verbringen, auf dieser Liege, der ruft mich bitte an. Ich bin bereit. Attacke.